Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Ich mache heute mit euch ein ganz schnelles Topfen-Striezel-Rezept bzw. ein Quark-Striezel, der ohne Hefe ist, mit Backpulver in dem Fall. Das ist einfach so ein Rezept für das, wo es mal wirklich richtig schnell gehen muss. Ich weiß, wir backen alles sehr gerne mit Hefe, aber es ist einfach, es gibt so Situationen, da braucht man einfach schnell was und man möchte sie auch mal ein bisschen ausprobieren und das Rezept wird euch gefallen, der Striezel wird euch umhauen, also probiert es unbedingt aus, auch ohne Hefe. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen einmal 480 Gramm Dinkelmehl glatt, also kein Vollkorn, sondern das ganz normale Backmehl. Dann 40 Gramm bisschen weiche Butter. Dann haben wir ein Päckchen Vanillepuddingpulver und ein Päckchen Backpulver, das könnt ihr euch ruhig zusammenmischen. Eine Packung Vanillezucker, dann habe ich ein bisschen Abrieb von Zitronen- und Orangenschale. Ihr könnt einfach das nehmen, was ihr daheim habt. Ihr könnt es auch komplett weglassen oder zum Beispiel auch lieber statt einem Teelöffel von beiden nur zwei Teelöffel zum Beispiel von Zitronenschale verwenden. Dann habe ich einen Esslöffel Vanilleextrakt, 120 Gramm Zucker, 100 Gramm Milch, 3 Eier und zu guter Letzt natürlich 250 Gramm Speisetopfen. So, ihr seht, es steht nur alles vor mir. Das hat den einfachen Grund, weil alles in den Mixtopf gehört. Das heißt, anfangen da mal im Prinzip, wie ihr wollt, aber ich fange mit Mehl an. Und dann gibt es einfach nach und nach jetzt alle Zutaten in den Mixtopf. So. Wenn ihr dann alles drinnen habt, dann kommt der Deckel drauf und das Ganze wird jetzt für 12 Sekunden auf Stufe 4,5 einfach mal schön miteinander vermischt. So, jetzt heißt es nur noch eine Minute Teigmodus kneten. Und wichtig ist eben, dass ihr den jetzt im Vergleich zum Hefeteig, den Teig eben nicht zu lange bearbeitet, nicht zu lange vermischt und knetet. Zum einen haben wir Dinkelmehl, das ist, verhält sich anders wie Weizenmehl vom Klebereiweiß. Übrigens könnt ihr natürlich Weizenmehl verwenden, kein Problem, aber wir haben Dinkelmehl. Und zum anderen ist es einfach ein Kuchenbackpulverteig eigentlich, also es ist jetzt kein Hefeteig, der wird uns sonst zu klebrig. Das heißt, wir dann jetzt wirklich nur eine Minute Teigmodus und dann holen wir uns den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche. So, jetzt schaut das so aus. Wunderbar, wie ihr seht. Ich habe mir da schon ein bisschen Mehl auf meine Teigmatte gegeben. Ein bisschen noch. Und jetzt holen wir uns den Teig einfach mal raus. Entweder da wie ich mit der Teigblume. Aber ich zeige euch jetzt sonst noch einen anderen Trick. Das ist jetzt einfach nur, damit ihr das mal gesagt habt. Blub. Einfach Boden runterdrehen im verkehrten Zustand und dann eben das Messer nach unten durchdrücken, beziehungsweise in dem Fall fällt es eigentlich von selbst raus. Und dann holt ihr euch einfach alles am Teig schön runter. Das Tolle in dem Fall ist einfach auch, dass ihr dann wirklich den Boden und alles frei habt. Also das ist eben oft so ein bisschen schwierig, wenn man das Messer nur drinnen hat. Aber so kriegt man eben wirklich alles schön aus dem Topf. Wir wollen da ja nichts verschwenden. So, im nächsten Schritt darf ich den wirklich nur mal so ein bisschen bemehlen. Das ist eben, wie gesagt, jetzt kein Hefeteig, sondern ein Backpulverteig. Dass den so bearbeiten, dass ihn dann schön ohne großartigen Kleben in 6 gleich schwere Teile teilen könnt. Und dazu wiegen wir uns eben den zuerst in der Schüssel, da direkt am Thermomix dann ab. Und dann wissen wir, wie viele Teile wir brauchen. So, jetzt wiegen wir uns den einmal ab. 1190 Gramm.
Das heißt, wir machen jetzt ungefähr so 195 Gramm Stücke. Und zwar 6 Stück davon. So, jetzt haben wir da unsere Teiglinge. Die braucht es jetzt nicht, wie man das so von Germteig kennt, rundschleifen. Sondern, ich zeige euch das jetzt mal mit 3 Stück. Und wir machen jetzt im Prinzip einen Zopf einmal. Die anderen gebe ich mir da in meine bemehlte Schüssel zur Seite dabei. Mehl braucht man da einfach. Also es ist, ihr müsst das bedenken, es ist ein Topfen im Teig, das macht das Ganze zu einer bisschen klebrigeren Angelegenheit, aber es zahlt sich aus. So, jetzt machen wir uns da eben wie beim ganz normal, wie beim Milchbrotflechten, 3 gleich große Stränge, gleich lange, sagen wir so. Könnt ihr es eben gern so auch, wie man bei Milchbrot das gerne ein wenig macht, in der Mitte ein bisschen dicker lassen und zum Rand hin ein bisschen dünner. Muss aber nicht sein, also es ist jetzt keine Verpflichtung sozusagen. Und er lässt sie dann doch, also wenn ihr wirklich vom Mehl her nicht zu sehr spart, dann lasst er sie total schön bearbeiten. Es ist wirklich ein schöner Teig. Und ich finde eben das Tolle eigentlich auch daran, dass es wieder mit Dinkelmehl ist, nicht jetzt mit herkömmlichem Weizen. So, jetzt haben wir da die 3 Stränge liegen. Ich fange von der Mitte aus an, einfach um ein schönes Geflecht zu bekommen. Und es muss eigentlich immer von außen nach innen, da zuerst der rechte in die Mitte, dann der linke in die Mitte, dann wieder der rechtsäußere. Also einfach so abwechselnd wie beim Zopfflechten. Wer Mädchen hat, hat da jetzt vielleicht einen kleinen Vorteil. Und ich habe, glaube ich, auch einen Viererzopf schon hinter, also habe ich auch schon für euch gemacht. Könnt ihr euch genauso das Video gern anschauen, wenn ihr doch einen Viererzopf habt, aber es muss nicht sein. So, und dann eben immer wieder. Habe ich es verkehrt rum gemacht, von außen von in die Mitte, also quasi immer einer wieder in die Mitte. Genau, wenn ihr den dann da so da habt, schiebt es eigentlich nur ein bisschen zusammen, wie ihr seht, nur mal kurz bemehlen, dass er euch dann auch da nicht kleben bleibt. Genau, und jetzt brauchen wir nur ein vorbereitetes Backpapier. Und zwar ein Backblech mit Backpapier. Ofen bitte vorheizen, jetzt schon mal auf 170 Grad. Entweder Heißluft, am besten ist aber, wenn ihr ein bisschen eine Dampffunktion habt, das wäre ideal. Sonst kein Thema, einfach 170 Grad Heißluft und den schon mal auf ein Backblech mit Backpapier geben und den zweiten gleich flechten. So, wichtig ist, dass wir den jetzt auch gar nicht lang rumliegen lassen, weil Backpulver im Teig mit der Zeit einfach seine Wirkung verliert. Das wollen wir nicht. Das heißt jetzt einfach, ich habe jetzt einfach da so ein Eigemisch gemacht. Ein Eggwash nennt man das im Prinzip, so Eiglasur. Eimilch, ein Ei, 2 Esslöffel Milch. Einfach schön miteinander verquirlen. Den Striezel schön einschmieren damit. Das macht einfach nochmal so eine schöne Farbe, ein bisschen Glanz. Verschließt aber irgendwo so ein bisschen den Teig noch. Das heißt, es hat auch Funktionen. Und habe dann noch Hagelzucker, obligatorisch, fast wie bei Milchbrot. Könnt ihr es natürlich weglassen, könnt ihr Mandelblättchen verwenden oder einfach gar nichts. Das ist, wie es euch. Für Kinder eignen sich natürlich auch so Schokostreusel. Also das haben sie immer wieder gerne. Muss nicht, aber kann man natürlich. So, und der wird jetzt bei 170 Grad Heißluft, im besten Fall mit Dampf, 25%, wenn ihr die Möglichkeit habt, für 30 Minuten gebacken. Das ein bisschen beobachten. Im schlimmsten Fall, wenn er zu dunkel werden sollte oder wenn ihr das Gefühl habt, er würde passen, dann das entweder die Temperatur um 10 Grad circa runterdrehen, 10 bis 20 Grad und ein bisschen länger oder einfach mit einer Folie abdecken und dann
vermeidet, dass er zu dunkel wird. Ab ins Backrohr. So, ihr Lieben, jetzt, musst du aufpassen, sage ich euch das mal so kurz, ihr werdet dieses Rezept lieben, ich spare es euch. Also, er ist jetzt noch, ist also wirklich, wirklich heiß, ich habe mir da jetzt so ein Backblech, so ein Gitter wieder vorbereitet, die hebe ich mir jetzt gleich vom Backblech runter, damit die auch nach unten hin ausdampfen können. Jetzt lassen wir das einfach nur abkühlen und natürlich schneide ich das dann, nein, das lasse ich jetzt lieber da, naja, egal, passt schon. So, damit ihr das da schön sehen könnt, dieses Prachtstück, einfach, und es riecht so gut, oh, kann sich gar nicht sagen. Es wird euch begeistern, das hoffe ich, zumindest die, den ein oder anderen. Von euch, ich freue mich auf eure Kommentare. Ich werde euch dann einen Anschnitt natürlich noch fürs Foto, damit ihr auch seht, wie er von innen ausschaut. Er ist einfach köstlich, er geht wirklich ruckzuck, alles rein, formen, Ofen und er ist fertig. Das heißt, auch wenn man mal so ein Striezelart mag oder wie Milchbrotart auf ganz schnell, eignet sich der wunderbar. Er schmeckt kalt gut, er schmeckt also ihr könnt ihn natürlich auch warm essen, ist jetzt kein Thema, aber er ist auch zum Beispiel super zum Einfrieren und bei Bedarf dann einfach wieder mal aufzubacken, wie Brot. Also von dem her, einfach nur köstlich. Lasst es euch schmecken, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie euch das Rezept gefällt. Ich freue mich darauf. Wir sehen uns ganz bald wieder. Viel Spaß beim Backen und alles Liebe. Tschüss!